Ihr habt keine Verwendung für Bücher und Karten. Wer hat euch beauftragt? Ich habe keinen gesehen. Hab immer nur anonyme Briefe erhalten. Aber sie zahlen gut, also erledigen wir es. Nun, diese Tage sind vorbei. Richtet das euren Auftraggebern aus. Was sage ich, wer ihr seid? Sagt nichts. Sie wissen es. Hey, Fam. Der hier hat noch Munition. Ja, dann. Solltet ihr besser mitnehmen. Eure Pistole ist ja schließlich... Dann zurück zum Green Dragon. Alles gut. Ich brauche einen Drink. Dann nehme ich hier auch ein bisschen mit. Das ist bestimmt auch noch was. Und du auch. So. Passt auf die Truhe auf, Charles. Wir kümmern uns um die Gauner. Okay, Leute, wir machen den Dating Shop noch. Hör doch zur Winseln, ich komm ja. Können wir ein bisschen von deren Waffen nehmen. Wäre doch eine Schande, da nicht reinzuschauen. Seid ihr verrückt? Falls ihr es vergessen habt, wir haben etwas zu tun. Ach, was müsst ihr mir nur immer den Spaß verderben? Der Typ hat auch noch Geld im Kopf irgendwie. Was wohl mit dir? Nehme ich mal deine Waffe noch. Zwei weniger. Ein paar Teufel mit Messern. Nichts Besonderes. Diese Halunken habe ich auch nicht gemeint. Wen dann? Komm, erzähl, wen meinst du sonst? Die Wache magst du was? Ja? Was magst du nicht? Hi, was war das? Haltet sie auf, Connor! Aber sofort, was? 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 Die beiden nichts. Warst zu langsam. Ich komme nicht ran. Super. Einer weniger. Und du. Das war dann wohl der letzte. Du hast leider niemanden getroffen. Egal, gehen wir zur Kutsche und fahren wieder nach Hause. Mr. Johnson muss nach all dem schon mehr Geld abdrücken, wenn er möchte, dass ich bei ihm bleibe. Ruhm reicht dir nicht. Bitte schön. Habt Dank, Master Kenway. Nun, sagt mir, was ihr benötigt. Die Bilder auf diesem Amulett, kommen sie euch bekannt vor? Habt ihr so etwas vielleicht bei einem der Stämme gesehen? Es scheint von den Kanyen Kehaka zu sein. Könnt ihr es einem bestimmten Ort zuordnen? Ich muss wissen, wo es herkam. Mit meinen Forschungen vielleicht. Mal sehen, was ich tun kann. Thomas. Was? Mietet euch ein Zimmer. Und gönnt euch ein Bad. Wir werden wohl eine Weile hier sein. Hoffentlich duscht er auch. So.
gucken wir mal weiter. Wohin wir geführt werden. Aber raus mussten wir anscheinend nicht, super. Dann gehen wir wieder zurück an den Tisch. Kurz frische Luft schnappen hat aber auch nicht geschadet. So, Charles. Was hast du im Angebot? Guten Abend, Gentlemen. Charmant. Ach bitte, Charles, ihr werdet ihn bald mögen. Hoi! Catherine, alte Schabracke! Her mit dir! Papa braucht einen Drink! Wie läuft eure Suche? Mathematik und Karten reichen nicht. Eure hiesigen Kontakte? Wir müssen ihr Vertrauen gewinnen, bevor sie etwas preisgeben. Ich wüsste was, was denen auf die Sprünge hilft. Es gibt einen, der besonders gerne Indianer versklavt. Befreit sie, dann schulden die uns was. Wisst ihr, wo sie sind? Fürchte nicht. Benjamin Church aber. Er ist ein sehr patenter Mann. Und er steht auf eurer Liste. Und ich fragte mich gerade, wen ich als nächstes anwerbe. Wo an? So. Gucken wir mal, wo er sich auch mal rumtreibt. Und wie gut er uns wirklich helfen kann. Es ist immer so gut, dass wir überall hinterblockieren. Charles. Sir. Wir sind wohl nicht die Einzigen, die nach Mr. Church suchen. Mist, er könnte überall sein. Was tun wir jetzt? Ihn finden. Kommt. Ich zeige euch wie. Jetzt läuft er da mit dem Bild rum. So, wir müssen einmal da. Ein bisschen rumspionieren. Mal gucken, wer den erführt hat. Wir schreiben, was meint ihr? Wir sollten uns nicht einmischen, auch wenn es mit guten Absichten geschieht. Aber wenn ihr es gesehen hättet. Sie waren sicher betrunken, so wie sie sich aufgeführt haben. Am helllichten Tag, unerhört. Sein Werk wird allen Engländern in der Stadt bleiben. Ist nicht so unauffällig, einfach hier rumzustehen. Dann stellen wir uns mal zu denen. Direkt viel unauffälliger. Eine wahrhaft schändliche Vorstellung. Benjamins Eltern werden sicher entsetzt. Vielleicht sollte ich jemanden schicken, der ihn holt, bevor er seinen Ruf voll und ganz ruiniert. Richtung Nordosten sind sie getaumelt. Bestimmt zu irgendeiner Spelunke oder anderen verrufenen Orten. Befragt zuerst die Leute auf der Straße. Ich suche mir etwas Höheres. Ja, dann erklimmen wir mal unseren ersten Turm. Denke ich mal. Und kundschaften ein bisschen die Stadt aus. Das war nicht so geplant. Und da ist eine Wache. Hey.
So. Erklimmen wir mal die Küche oder was das hier ist. An jeder Ecke wird hier rumgeschrien. So. Kommt hier so epische Musik. Und der erste Turm ist erreicht. Dann hör ich mal so. Mit ein bisschen Glück weiß einer von denen, wo Benjamin ist. Wen auch immer du meinst, aber... Ja, das war nicht unser erster Turm. Hier sind zwei. Hoffentlich entdecken die uns nicht. Ich habe die Herolde gefragt, aber sie wissen nichts. Vergiss es! Die lügen! Nein! Was soll ich tun? Drogen bringen nichts und ich will nicht gucken. Taten sagen mehr als tausend Worte, mein Freund. Pack einen von ihnen an den Schandstock. Mal sehen, was er dann so brabbelt. Wenn ich das ohne Grund tue, singen sie bald Lieder über uns. Das Letzte, was wir brauchen, sind Stadtschreier, die sich über unseren Machtmissbrauch beschweren. Dann vergiss es! Das Gräuel ist getan. Die Mörder sind fort. Und die, die was wissen, werden nichts sagen. Wenn die Stadt solche Schufte duldet, soll sie auch den Preis dafür zahlen. Das garantiere ich dir. Den beobachten wir besser. Besser nicht. Sonst habt ihr bald keine Köpfe. So, mal gucken, wer hier noch was heißt. Kurz in die Wohnung rein. Sein, dass ich meine Adlerauge benutze? Ne, muss ich nicht. Du da, runter da! So. Du hast leider Pech. Du hast auch Pech. Denkt ihr, bevor wir... Oh. Super. Ich bin ein wenig. Er hat harte Zeiten vor sich. Was glaubst du planen? Ich weiß nur, dass es nichts Gutes ist. Hat er aber ihn. Bestimmt suchen sie einen ruhigen Platz für ihre Bluttat. Ich habe gehört, seine Arbeit läuft nicht ohne lautes Jammern und Kratschen. Da fällt mir ein, wir sollten morgen kein frisches Fleisch kaufen. Gute Entscheidung. Wollen sie sein Fleisch verkaufen? Also, egal. Mal gucken, ob wir den hier kurz erklimmen können in der Mission. Ich hoffe mal schon. Und dann können wir gucken, wer noch irgendwas so ist. So. Der bekannte Adler. Ah, klappt sogar. Perfekt. Schon mal was aufgedeckt. Dann können die nächsten Leute belauschen. Ich bot ihnen Hilfe an, doch sie schickten mich weg, sagten, alles wäre unter Kontrolle. Kann ich mich hinsetzen? Ja. Haben sie gesagt, was passiert ist? Nein. Nur, dass es nichts Schlimmes sei und er bald wieder nach Hause käme. Ich habe Blut gesehen. Ich frage mich, ob es nicht doch ernster war, als sie zugaben. Wohin brachten sie ihn? In Richtung des Hügels. Vielleicht gibt es einen Arzt im Fort. Oh, das ist sogar Charles. Wir werden Charles schnell finden, wie ich gesagt habe. Unauffällig, wie er da plötzlich rübergeklettert ist. So, dann gucken wir mal, was genau sie mit dem machen. Vorsicht, das Haus ist gut bewacht. Beeil dich doch. Ich glaube, er hat dich auch gehört, soweit ich wieder entfernt war. So, das Gegnergebiet. Dann befreien wir ihn mal.